Mir leid. Jo, das hätten wir. Erstmal hier kurz schließen. Und schon kann es losgehen. Und das Auto wird nicht gesucht. Zumindest bis jetzt. Ah, wir überholen hier schön die Bullen. Wenn ich mal vorkommen würde. Was ist denn das für ein altes Auto? Habt ihr das gesehen? Ich hatte gerade noch einen Schneehaufen auf dem Dach und der ist durch den Wind runtergewuselt, geflogen. Das ist auch schön gemacht. Ah, okay. Wie weit ist es denn? Ah, nicht weit, das haben wir gleich. Tempobegrenzer ist an. Genau. Und jetzt ist er aus, genau. Und da sind die Bullen wieder an, genau. Und jetzt wieder aus, genau. Und jetzt wieder an, nee, lassen wir an. Sicherheitshalber. Ist ja auch egal jetzt. Sind wir eh gleich da, Mann. Kollege, Mann, was soll denn das? So, wieder mal über Rot gefahren. Ist mir immer noch total egal. Oh, das war richtig knapp. Das war richtig, richtig, richtig knapp. Dem wäre ich fast reingebröselt, aber ich bin in letzter Sekunde mit einem waghalsigen Manöver ausgewichen. So. Gut. Hier begeben wir uns in den nächsten Hinterhof und Gesundheit. Und besuchen unsere Schwester. Beziehungsweise unsere Mama. So. Hoffentlich ist die Katze nicht wieder da. Ich habe Angst. Nee, die Katze ist nicht mehr da. Müsste irgendwo dort unten tot sein. Okay. Du klingel. Vito, hey, wie geht's dir? Nein, nein. Ich bringe euch nur das Geld, um Papas Schulden zu zahlen. Oh, Vito. Das ist toll. Ich wollte sehen, ob ich es nicht in Raten abstottern kann. Ein bisschen was habe ich schon zusammen. Er würde uns doch nichts tun. Da wäre ich nicht sicher. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wo hast du das viele Geld her, Vito? Du hast doch nichts getan, was dir leid tun müsste. Hey, keine Sorge. Alles bestens. Danke, Vito. Danke. Schon okay. Ich hau wieder ab. Ich will nicht, dass Mama mich sieht. Sie wird auch fragen, woher das Geld ist. Keine Angst. Ich lass mir was einfallen. Okay. Gib ihr einen Kuss von mir. Mach ich. Pass auf dich auf, Vito. So, das war ja jetzt richtig rührend. Oh, Vito, wie schön. Und oh, und ja, und Vito. Und oh, toll. Ja, ich bin halt ein toller, großer Bruder. Hier ist wieder einer von der Armee. Bams! Pass doch auf, Mann. Wir müssen wieder mal zu Joe in die Bude. Und das Playboy-Heft suchen, das ich nicht finde. Wie wär's, wenn du dein Licht einschaltest, Maestro? Nee, egal. Schalt es halt nicht ein. Tum, 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 tum. Ah, ist ja. Ach, das war ja jetzt gar nicht weit weg. Ich dachte, wir müssten jetzt ewig lange fahren, aber. Nee. Müssen wir doch nicht. Wenn du schlafen gehst, springst du zum nächsten Kapitel, ja? Das habe ich schon mitbekommen. So, ich stelle jetzt die Karre hier mal ab, weil mich doch wirklich interessieren würde, ob mein getuntes Smith-Coupé in der Garage ist. Jo, das ist wieder da. Erstmal reparieren, dass er wieder gut aussieht und tschüss. Das ist toll. Ich dachte schon, ich hätte hier das ganze Geld zum Fenster rausgeschmissen. So. Oh, jetzt kommen wieder die Lags. Das ist echt. Ich brauche einen neuen Prozessor. Und vielleicht einen Prozessor, der ein bisschen leiser ist. Das wäre toll. So. Da wären wir auch schon wieder. Gut, dann verabschiede ich mich hier an dieser Stelle gleich mal. Und wir hören uns beim nächsten Video. Tschüss!